Vielen Dank für die Einführung. Ich bin noch immer Datenbankadministrator am Klinikum und der Seitenblick wird ziemlich klein sein. Es gibt eine ganz sensationelle aktuelle Entdeckung und diese Sensation werde ich ganz am Schluss enthüllen. Leute, die sich schon mit Quantenmechanik beschäftigt haben und Freude an der Mathematik dabei haben, die nicht allzu entsetzt sein. Ich habe stark vereinfacht, auch wenn es dann manchmal nicht mehr ganz exakt ist. Wie gesagt, ich bin in der Datenverarbeitung gestrandeter Physiker. Ja, funktioniert. Und ich bin seit gut einem Jahr Opa. Ich habe eine wundervolle Enkeltochter, die auch naturwissenschaftlich schon sehr interessiert ist. Die hat viel Power und was natürlich ganz cool ist, ist auf dem Spielplatz schaukeln. Ich hoffe, sie verzeiht mir meine unzureichenden Zeichenkünste. Und weil sie noch so jung ist und scharfe Augen hat, sieht sie Dinge, die wir Großen nicht sehen können. Und zwar, die Schaukel ist komisch. Die hört nie ganz auf zu schwingen. Und es gibt auch nur bestimmte Schwingungsweiten und nichts dazwischen. Die Schaukel ist, was man als harmonischen Oszillator bezeichnet, was teilweise ungefähr bedeutet, kommt auf der nächsten Folie mit einem Bild. Ein harmonischer Oszillator hat ein parabelförmiges Potential. Das ist schön, da kann man schön rechnen und auch wirklich geschlossen eine Formel angeben. Das Besondere in der Quantenmechanik, die Energie, die da drin steckt, kann nur ganz bestimmte Werte annehmen, nämlich n plus 1/2 h mal nü. Nü ist die Frequenz, wie oft die Schaukel hin und her schwingt oder wie oft die Kugel in dem Parabolpotential hin und her rollt. H ist das Planck'sche Wirkungsquantum und jetzt sehen wir 6,6 und so weiter. 10 hoch minus 34, das ist wenig. N geht 0, 1, 2, 3, 4, 5 bis unendlich. Ja. Was wir sehen jetzt bei der Energie, Energie gleich 0 ist nicht dabei bei den ganzen Energiemöglichkeiten wegen dieses plus 1/2. Also 1/2, Planck'sches Wirkungsquantum mal Frequenz, steckt in jeder Schwingung immer drin. Jede Schaukel ist komisch, jedes schwingungsfähige System ist komisch. So, jetzt das versprochene Bild. Hier sehen wir ein Parabelpotential und die Schaukel, wenn hin und her schwingt, dann ist es teilweise, nämlich hier unten, ungefähr, das heißt in sehr guter Näherung, wie die Parabel. Also wenn wir nicht allzu wild schaukeln, dann ist die Schaukel wirklich auch ein harmonischer Oszillator. So, jetzt muss ich zugeben, ich habe etwas geschwindelt. Meine Enkeltochter hat zwar wirklich scharfe Augen, aber dass die Schaukel immer nur ganz bestimmte Beträge ausschwingt, das sieht sie nicht. Wir haben gesehen, die Energiestufen beim harmonischen Oszillator sind in der Quantenmechanik dieses ganz schrecklich kleine Planck'sche Wirkungsquantum H und die Frequenz Nü. Und wenn man das jetzt mal ausrechnet für die Spielplatzschaukel, die Höhenunterschiede, die da möglich sind, das ist nicht besonders viel. Das ist also 0, und dann ganz viele Nullen, 2 ungefähr Millimeter. Ich habe jetzt hier einen Abstand reingemacht, an der Stelle ungefähr ist so ein typischer Atomdurchmesser. Hier auf dem Spielplatz spielt die Quantenmechanik keine Rolle. Aber bei ganz kleinen Sachen. Bei Molekülen sind die Atome durch chemische Bindungen verbunden und entlang
dieser chemischen Bindungen gibt es auch Schwingungen, sogenannten Valenzschwingungen. Und wenn man ausrechnet, wie da die Abstufungen sind, sind ungefähr 10% der Bindungslänge. Also im molekularen Maßstab, in der physikalischen Chemie, wenn man was rechnen will, dann muss man schon diese Quantisierung, Abstufung der Energie berücksichtigen. Wie beschreiben wir nun in der Quantenmechanik ein Teilchen? Zunächst einmal vor der Quantenmechanik oder, wenn wir die weglassen, in der klassischen Physik, durch Ort und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, also spielt auch die Richtung eine Rolle. In der Quantenmechanik ist es eine komplexe Funktion. Komplexe Zahlen will ich aber heute rauslassen zur Vereinfachung. Es sind Lösungen der berühmten Schrödinger-Gleichung, die ungefähr so ausschaut. Und da kommt dann eine Lösung Psi raus und diese gibt uns an die Wahrscheinlichkeit, dass unser Teilchen an einem bestimmten Ort ist. Auch das stimmt nicht ganz. Aber wie schauen die Lösungen aus bei der Schaukel, beim harmonischen Oszillator? Also nochmal zurück, diese Funktion muss man quadrieren oder erst den Betrag nehmen und dann quadrieren. Und dann, wenn man hier so ein kleines Rechteck ausschneidet, gibt uns die Fläche an, wie wahrscheinlich das Teilchen in dieser Fläche, also in diesem Bereich, enthalten ist. Also hier sehen wir, von 0 bis zum ersten Niveau ist es 1/2. Von den übrigen Stufen, das war das n plus 1/2. Und es geht beim harmonischen Oszillator unendlich weit nach oben. Das heißt, es gibt unendlich viele Zustände. Was man jetzt hier schon sieht, zwei Sachen. Zum einen, wenn wir außen sind, da wird die Wahrscheinlichkeit immer größer. Das stimmt immer besser überein mit unserem klassischen Bild. Wenn die Kugel rollt, dann wird sie da oben langsam und dann wieder schneller. Wenn sie hier langsam ist, ist natürlich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit größer. Die andere Sache, die sehr bemerkenswert ist und die eine Eigenheit der Quantenmechanik ist und die bei Quantencomputern extrem lästig ist, ist das hier. Wenn wir eine Kugel oder sonst irgendwas nicht quantenmechanisches da in einem Potential haben, dann kann das nicht raus. Aber die quantenmechanische Aufenthaltswahrscheinlichkeitsfunktion, die schwappt immer noch ein bisschen raus. Nur wenn das Potential unendlich hoch ist und nicht immer weiter wird, Parabel wird immer weiter, dann bleiben die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten innerhalb. Aber da gibt es immer noch ein kleines bisschen, eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass unser Teilchen außerhalb der Potentialwand auftaucht. Diese Funktionen oder allgemein Funktionen, mit denen kann man Dinge machen, wie mit Vektoren. Vektoren sollten bekannt sein, einfachste Veranschaulichung wie eben Kraftpfeile. Man kann Funktionen addieren, man kann sie mit einer Zahl multiplizieren und dann gibt es einen Vektorraum in der Quantenmechanik, einen komplexen Vektorraum mit Skalarprodukt, den Hilbertraum. Für uns einfach nur einen Vektorraum. Zum Rechnen wählen wir uns dann verschiedene Vektoren, die voneinander unabhängig sind, also senkrecht aufeinander stehen und damit mit Komponenten entlang dieser Richtungen können wir einen Vektor beschreiben. Die Anzahl der Basisvektoren, die unabhängig voneinander sind, gibt uns die Dimension des Vektorraums. Beim harmonischen Oszillator ist es unendlich. Unendlich kann alles Mögliche sein. Es gibt unendlich viele Formen von unendlich.
Ja. Also bei jeder Menge ist die Menge aller Teilmengen, die Potenzmenge, mächtiger als die Menge selbst. Das heißt, wenn ich jetzt immer wieder die Potenzmenge bilde, dann kriege ich das, was im Road to Reality von Roger Penrose als Ladder to Infinity bezeichnet wird. Also eine Abfolge von immer unendlicheren Dingen. Im Fall des harmonischen Oszillators ist es die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5. Und wir wollen das Ganze dann aber auch gleich runterkochen auf 2. Hier haben wir einen zweidimensionalen Raum, 2 Basisvektoren, einen Vektor, der beschrieben wird durch die Komponenten entlang der Basisvektoren. Und hier ist noch eine gedrehte Basis und die Komponenten sind entsprechend anders. Also ganz normaler Vektorraum. In diesem Vektorraum gibt es jetzt Abbildungen, die mit den Vektoren etwas tun. Was uns interessiert in der Quantenmechanik, sind lineare Abbildungen. Die bilden einen Vektor innerhalb des Raums, also wieder auf einen Vektor ab. Und zwar in einer Weise, dass man, wenn man 2 Vektoren nimmt, die entweder vorher addieren kann und dann abbilden, oder ich bilde jeden Vektor ab und addiere das Ergebnis. Und es kommt der gleiche Ergebnisvektor raus. Oder auch die Multiplikation mit einer Zahl, also entspricht dem Strecken oder Stauchen eines Pfeils, hat ähnliche Eigenschaft, egal ob man es vor oder nach der Abbildung macht. Also so viel zu linearen Abbildungen. Die spielen in der Quantenmechanik eine große Rolle und zwar in einer ganz bestimmten Form. In der Quantenmechanik oder allgemein im Vektorraum, wenn ich eine lineare Abbildung, man sagt auch Operator, habe, wie vorhin geschildert, dann kann es Vektoren geben, die, wenn sie abgebildet werden, nur die Länge ändern, aber nicht hinterher in eine andere Richtung zeigen. Diese Vektoren heißen Eigenvektoren der Abbildung des Operators. Und wenn der jetzt einen Vektor 5-mal so lang macht, dann wird diese Zahl 5 als Eigenwert bezeichnet. Und in der Quantenmechanik zentral sind Abbildungen, die nicht nur einen Eigenvektor haben, sondern so viele, wie die Dimension des Vektorraums ist, wo man also eine Basis aus Eigenvektoren sich zusammenstellen kann. Das sind die sogenannten selbstadjungierten linearen Operatoren. Ich habe versucht, das jetzt ein bisschen zu veranschaulichen. Es ist ungefähr so wie bei einem Ellipsoid. Wenn ich jetzt hier irgendwo schräg raus eine Achse lege und um diese Achse das Ding drehe und werf, das eiert ganz wild rum. Es gibt 3 Achsen, die besonders ausgezeichnet sind, die sogenannten Hauptachsen. Die hier, die hier, die hier. Und wenn ich um diese Achsen drehe, dann wirbelt nichts chaotisch rum, dann dreht sich das brav und ordentlich. Also so ungefähr kann man sich Eigenvektoren, Eigenwerte ein bisschen veranschaulichen. Jetzt kommt der Knackpunkt in der Quantenmechanik. Alle Größen, die man messen will, denen entspricht so ein selbstadjungierter Operator. Was sind die möglichen Messwerte? Wir haben ja bei der Schaukel gesehen, die kann nicht beliebige Energiewerte annehmen, sondern nur in Stufen. Und diese möglichen Messwerte sind die Eigenwerte des Operators. Also es gibt einen Operator für den Ort, für den Impuls, für die Energie. Alles, was man messen kann in der Quantenmechanik, da gibt es eine zugehörige selbstadjungierte Abbildung.
ich gehe noch mal kurz zurück. Natürlich kann ein Zustand, den wir vorhin durch die Schrödinger-Gleichung uns errechnet haben, aus mehreren, es kann Komponenten in Richtung mehrerer Eigenvektoren haben. Es kann irgendein Vektor sein. Aber wenn ich eine Messung mache, dann ist danach das System in dem Zustand, der beschrieben wird durch den Eigenvektor, der zu dem gemessenen Wert passt. So etwas nennt sich Zustandspräparation. Jede Messung verändert das System. Ich kann nicht einfach sagen, mein System hat jetzt, oder meine Kugel ist hier und hat die und die Geschwindigkeit. Sobald ich hinschaue, habe ich das System verändert. Ich habe gerade gesagt, ein Zustand kann Komponenten in mehreren Richtungen, also zu mehreren Basisvektoren haben. Bei den Quantencomputern, bei den Qubits, heißt es oft, die können in mehreren Zuständen gleichzeitig sein. Das ist nicht ganz korrekt. Sie können Komponenten zu mehreren Basisrichtungen haben, aber der Zustand ist immer eindeutig definiert. Kurz noch, weil es auch dann bei unserem Seitenblick auf die Quantencomputer eine Rolle spielen wird. Wie entwickelt sich ein System in der Quantenmechanik mit der Zeit? Ganz einfach. Letztlich ist es eine Drehung in diesem Vektorraum. Der Vektor, der praktisch eine Funktion ist und mein System beschreibt, der wird gedreht durch, wer es schon mal gehört hat, unitäre Operatoren. Wichtig ist, wenn ich etwas drehe, kann ich es wieder zurückdrehen. Und wenn ich was drehe, dann muss das auch wieder ein Zustand sein, der in dem gleichen Raum ist. Und sowas macht Probleme bei den Quantencomputern. Nicht wirklich, also man kann drum rumkommen, aber man muss bestimmte Sachen machen. So, aber jetzt wird es nahrhaft. Wir haben eine Physiktagung, da gibt es eine Abendveranstaltung und bei der Abendveranstaltung sollen die Leute natürlich nicht hungern. Und damit man planen kann, sollen die teilnehmenden Leute vorher sagen, welches Essen sie mit welchem Getränk wollen. Schwierige Entscheidung. Also für die Männer. Und die Physiker, die können sich da erst einmal gar nicht entscheiden. Physikerinnen, die sagen, ich will das, alles gut. Aber es sind viele Leute und wenn alle Leute ihre Tendenz sagen, ja, ich möchte eigentlich lieber das, aber vielleicht doch das andere. Dann kann man Statistik betreiben und relativ gut einkaufen. Eine Besonderheit bei dieser Kantine ist, dass sie bestimmt geformte Teller hat. Also wir sehen hier, die sind erst so eckig und dann geht's spitz zulaufend und entsprechend werden auch die Speisen und Getränke in so eine Tellerform eingeschlossen. Kennt sowas jemand aus der Quantenmechanik? Bra- und Kettvektoren? Ah, okay, also hier, jetzt wissen wir, wo es herkommt. Es gibt Apfelstrudel, Braten, Salat zum Futtern und als Getränke Johannisbeersaft und Mineralwasser. Weil das Ganze aber eine Physikertagung ist oder Physiktagung, wird es auch gern als Vektorraum dargestellt. Hier haben wir die Apfelstrudelachse, hier die Bratenrichtung, hier den Salat und
wie lang die Komponente jeweils in Richtung des Basisvektors ist, gibt uns an, wie viele Portionen da vorbestellt worden sind. Welche Kombinationen gibt es? Ich habe, gehe nochmal zurück, die Sachen so gemacht, dass lauter verschiedene Anfangsbuchstaben sind, dass man es also schön abkürzen kann. Speis und Trank hält Leib und Seele zusammen, heißt, sie verbinden sich also, so wie wenn man sich so fast über Kreuz und rumtanzt, drum auch. Da dieses Zeichen als Kombination, Apfelstrudel mit Johannisbeersaft, Apfelstrudel mit Mineralwasser, Braten mit Saft, Braten mit Wasser, Salat mit Johannisbeer und Salat mit Mineralwasser. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 3 Speisen, 2 Getränke, 6 Kombinationen. Und wir hatten Speisen und Getränke jeweils separat als Vektorraum aufgetragen. Jetzt mit den Kombinationen haben wir 6 Kombinationen, damit können wir einen 6-dimensionalen Vektorraum bauen. Dieser Vektorraum heißt das Tensorprodukt der beiden Vektorräume vom Essen und vom Trinken und wird mit so einem Malzeichen mit Kringel drumherum gekennzeichnet. Dieses Tensorprodukt kommt noch dazu zum Vektorraum. Also das ist, wenn man nur die Menge als Vektorraum ansieht, dann hat man das nicht. Das wird dadurch, dass es durch die Geschichte, dass es als Kombination der beiden Räume entstanden ist, erst dadurch kriegt man diese Tensorproduktstruktur und die ist nicht eindeutig. Also zum Beispiel 2 Speisen, 6 Getränke, 6 Speisen, 2 Getränke, 3 Speisen, 4 Getränke, 4 Speisen zur Auswahl und 3 Getränke, gibt alles einen 12-dimensionalen Produkt, also Tensorproduktraum. Und wenn es nicht von vornherein klar ist, muss man immer dazu sagen, welche Art von Tensorprodukt man meint. Wir vereinfachen jetzt wieder, lassen den Salat weg, weil den gibt es pauschal überall dazu. Und schauen uns einmal an, was die Leute wollen. Der Erste will ja schon eher Apfelstrudel, so zu 2/3 mit Mineralwasser. 1/3 Braten ist auch nicht schlecht, auch mit Mineralwasser. Der Zweite will bei den Speisen das Gleiche, aber zum Apfelstrudel, da will er Johannisbeersaft. Und zum Braten Mineralwasser. So, was wollen die jetzt essen? Erst wissen wir nur die Wahrscheinlichkeiten. Wir haben einen Zustand aus mehreren Komponenten, zum Teil Apfelstrudel, zum Teil Braten. Und die Information, was sie essen, die entsteht erst, wenn sie dann vor Ort sind und sich entscheiden müssen. Dieses sich entscheiden entspricht in der Quantenmechanik einer Messung. Ein Zustandsvektor in der Quantenmechanik, der kann auch aus mehreren Komponenten bestehen, die uns sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmter Wert rauskommt. Was dann wirklich der Fall ist, passiert erst, wenn wir messen. Vorher gibt es wirklich nur Wahrscheinlichkeiten. Wenn Sie sich entscheiden, dann steht es fest. Dann hat die gewählte Speise 100%, die andere 0% und das Ganze wird als reiner Zustand bezeichnet. Reiner Zustand bezüglich eines selbst adjungierten Operators. Man muss ja da immer im Blick behalten, was will man eigentlich messen? Energie, Ort, in dem Fall Speisen, eventuell auch Getränke. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen, was die Leute gerne wollen? Wir haben gesehen, A will immer Mineralwasser dazu.
dieses Tensorzeichen schaut nicht ohne Absicht ein bisschen aus wie ein Mal. Da kann man nämlich ausklammern und wir haben dann einen Teil für die Speisen, Tensor mal Mineralwasser. Und das Mineralwasser kann man schon mal hinstellen, das passt immer. Bei B, der will je nach Speise was anderes. Ups, halt, jetzt habe ich zu viel. Zum Apfelstrudel Johannisbeersaft, zum Braten Mineralwasser, da kann ich nichts ausklammern. Der Unterschied ist, wenn ich die beiden Sachen, also die Teile, die aus den ursprünglichen Vektorräumen, Speisen und Getränke kommen, separat betrachten kann, dann ist es nicht verschränkt. Und, jetzt kommt das Zauberwort, wenn ich das nicht kann, wenn ich das nur im Verbund anschauen kann, dann habe ich einen verschränkten Zustand. B entscheidet sich jetzt kurzfristig für Braten. Wenn es entschieden ist, dann bleibt von dieser Zusammensetzung nur der Teil übrig, für den er sich entschieden hat bei den Speisen. Und damit ist automatisch auch das Getränk entschieden, Mineralwasser. Das hier spielt keine Rolle mehr. Also wenn wir an einem Aspekt was messen, dann bei einem verschränkten Zustand wird automatisch auch der andere mitbestimmt. Jetzt geht es in die Physik. Wir nehmen als Beispiel Licht, das funktioniert am besten zum Veranschaulichen. Licht hat Energie, das merkt man, wenn man im Hochsommer draußen sitzt und die Sonne brennt auf dem Pelz. Und auch beim Licht schwingt auch, ist eine elektromagnetische Schwingung, gibt es die Energie auch immer nur häppchenweise. Ich habe hier ein Lichtteilchen reingemacht und diese Energiehäppchen von Licht, die verhalten sich je nach Versuch auch durchaus wie Teilchen. Das sind die sogenannten Photonen. Wenn ich jetzt hier mit dem Laser oder der Taschenlampe rumleuchte, dann sind es ganz irre viele Photonen. Man kann aber heutzutage die Intensität so weit runterbringen, dass aus der Versuchsanordnung einzelne Photonen rauskommen und man hat genügend empfindliche Messinstrumente, um auch einzelne Photonen nachzuweisen. Das, was hier ist, kennen alle, die schon mal im Kino einen dreidimensionalen Film gesehen haben. Was hat man da auf? Polarisationsbrillen. Diese Lichtwelle, die gleichzeitig ein Teilchen ist, der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, soll jetzt bei uns brav in einer Ebene schwingen. Da gibt es ganz verschiedene Arten zu schwingen, zirkular, polarisiert, alles. Bei uns soll es schön jetzt hier in der Tafelebene passieren. Und ein Polarisationsfilter, der ist wie so ein Schlitz. Wenn das Teilchen in der gleichen Richtung schwingt, dann geht es durch. Wenn es senkrecht dazu schwingen würde, also so, dann 90 Grad dazu versetzt, dann geht nichts durch, dann würde es reflektiert. In dem Fall schwingt nach oben, Polarisationsfilter senkrecht ausgerichtet, geht durch. Und jetzt haben wir hier noch einen zweiten Polarisationsfilter, der ist nicht so eindeutig, der ist um 30 Grad verdreht. Was passiert da? Wir wissen, dieses Photon hat eine senkrechte Polarisation, naja, es ist fast senkrecht. Also das Photon wird mit großer Wahrscheinlichkeit da durchgehen, also sich darüber neigen und dann halt durchschlüpfen, aber vielleicht zwickt ja gerade die Bandscheibe, so ein Photon ist auch nur ein Mensch, und es biegt sich auf die andere Seite, senkrecht dazu und schwupps, wird es reflektiert. Also in dem Fall, wenn die Schlitzrichtung nicht genau zur Polarisationsrichtung passt,
Es ist wieder eine Sache der Wahrscheinlichkeiten. Es ist eine Sache der Wahrscheinlichkeiten bis genau hier. Sobald dieses Photon durch diesen schrägen Schlitz durchgeht, ist es schräg polarisiert. Eine Messung, und das ist nichts anderes als eine Messung, verändert das System. Es kommt der Zustand raus, der zu diesem Eigenvektor jetzt passt, und das System ist hinterher in dem gemessenen Zustand und nicht mehr in irgendeinem Komponentengemisch. Also wenn wir zum Beispiel können also Photonen senkrecht oder waagrecht polarisieren, wir können es auch zu gleichen Anteilen mischen, also so schräg 45 Grad polarisieren, dann geht das Photon durch einen senkrechten Filter entweder durch oder es wird reflektiert, entspricht einer Messung, habe ich gerade gesagt. Wenn jetzt, wie gesagt, der Filter senkrecht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Transmission oder Reflexion halbe-halbe. Bei dem Beispiel vorhin mit 30 Grad ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgeht, 3/4 und dass es reflektiert wird, 1/4. Und das entscheidet sich erst, wenn es wirklich am Polarisationsfilter angekommen ist. Wer glaubt mir das? Niemand? Ja? Schaut so aus, als wenn es so ist. Wir werden noch drauf zurückkommen. Und wie gesagt, bitte? Das ist Cosinus Quadrat. Und das war, ja. Und danach ist das Photon in der Filterrichtung polarisiert, beziehungsweise senkrecht dazu, wenn es reflektiert wurde. Da gibt es nun entweder oder, entweder Apfelstrudel oder Braten. Jetzt macht man dann Experimente mit zwei Photonen, und zwar mit verschränkten Photonen. Die sind ein Gemisch aus senkrecht und waagrecht polarisiert, aber man kann ja nichts ausklammern. Die sind miteinander verschränkt. Hier in der Mitte, das soll einen Kristall mit nichtlinearen optischen Eigenschaften symbolisieren. Wenn man in den mit einem Laser reinschießt, dann entstehen Photonenpaare, die den gleichen Zustand haben, in entgegengesetzter Richtung davonfliegen. Jetzt kann dieses Photon entweder durchfliegen oder reflektiert werden. Hat ja beide Möglichkeiten, ist ja so ein Gemisch. Aber es ist auch noch innig verbunden mit dem in der Gegenrichtung. Und wenn das hier durchgeht, dann geht das auch durch. Wenn das hier reflektiert wird, wird das andere auch reflektiert. Auch wenn ich gleichzeitig messe, woher soll aber die eine Seite wissen, was auf der anderen Seite los ist? Also wir haben jetzt hier schön senkrecht waagrecht polarisiert. Wenn ich jetzt den einen Polarisationsfilter auf der rechten Seite um 30 Grad drehe und das linke Photon geht durch, dann hat es entsprechend einen bestimmten Zustand und dann geht zwar das Photon auf der anderen Seite nicht mehr mit Sicherheit auch durch oder nicht, aber mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit. Also in dem Fall, wenn die Polfilter zueinander verdreht sind, dann übertragen sich die Wahrscheinlichkeiten. Jetzt steht hier ein Wort, das ziemlich kribbelig ist. Welches Wort ist hier schon einmal ganz verdächtig?
richtig. Gleichzeitig. Also wir haben Ereignisse im Allgemeinen, die gekennzeichnet sind durch einen bestimmten Ort und einen Zeitpunkt. Und früher waren gleichzeitige Ereignisse gleichzeitig. Dann sind sie jemand gekommen, nämlich Albert Einstein und die Relativitätstheorie. Wir machen jetzt einen klitzekleinen Ausflug in die spezielle Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie handelt von Systemen, die sich gerade bewegen und immer mit gleicher Geschwindigkeit, sogenannte Inertialsysteme. Und wir sehen hier zwei Leutchen im Gebirge bei der Tasse Tee. Und wir wollen jetzt aufräumen. Berge werden überbewertet, weg damit. Bäume sind zwar schön, stören hier aber, weg damit. Terrasse, weg. Dann erübrigt sich auch das Tee trinken, weg damit. Und weil wir jetzt den Zweien die ganze Welt unterm Hintern weggezogen haben, schweben die ja im Weltraum. Wir sind jetzt lieb und spendieren ihnen einen Raumanzug und Rakete. Und da gibt es Sternchen, Mond, Planeten, Kugelsternhaufen, Spiralgalaxien. Aber weil wir gerade so schwungvoll beim Aufräumen sind, weg damit. Und jetzt ist nichts mehr da. Bitte? Die Linie da. Oder die kommt vom Scanner. Also die Linien hier oder oben bitte ignorieren, da hat mir der Scanner ein bisschen. Ne. So. Jetzt sind nur noch die zwei im Raumschiff jeweils da. Das ist immer eine schwierige Vorstellung. Selbst wenn es heißt, und wenn man im Zug sitzt, dann fühlt man sich als ruhen und so, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, außen, wo die Schienen sind, das ist eigentlich in Ruhe und ich bewege mich. Also deshalb alles weg und nur noch die beiden im leeren, vollkommen leeren Weltraum. Dann denkt sich Person A, ja, ich sitze hier still in meinem Raumschiff und das andere flitzt mit einem Affenzahn vorbei. Gut, dass auch die Weltraumpolizei weg ist, aufgeräumt. Und was denkt sich die oder der in dem anderen Raumschiff? Genau das Gleiche. Und wer hat jetzt recht? Na, beide. Jeder hat das gleiche Recht zu sagen, ich bin in Ruhe. Und die andere Rakete zischt an mir vorbei. Jedes dieser Systeme ist gleichberechtigt. Ich habe nicht irgendeinen absoluten Raum und eine absolute Zeit, so wie es die Vorstellung von der Antike her ist, sondern jedes System ist genauso berechtigt zu sagen, ich bin in Ruhe und die anderen bewegen sich. Raum und Zeit verquirlen sich dadurch und man spricht da nur noch von der Raumzeit. Welche Folgen hat das, wenn man es durchrechnet? Ganz wichtig, es gibt eine obere Grenzgeschwindigkeit und das ist in unserem Universum die Lichtgeschwindigkeit, ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und diese ist in allen Koordinatensystemen gleich. Wenn ich im Zug fahre und gehe, dann addieren sich die Geschwindigkeiten. Wenn ich im Zug fahre und mit der Taschenlampe leuchte, dann ist die Geschwindigkeit meines Lichtstrahls genau die gleiche wie eines Lichtstrahls außerhalb des Zugs. Alles Licht geht immer in gleicher Geschwindigkeit voran. Die Lichtgeschwindigkeit ist auch die höchstmögliche Geschwindigkeit. Sollte jemand protestieren wollen, warten, ich sage am Schluss noch ein bisschen was dazu. Bewegte Maßstäbe sind kürzer. Wenn was auf mich zuflitzt, dann wird es kürzer.
es schaut nicht kürzer aus, es ist kürzer. Bewegte Uhren gehen langsamer. Diese zwei Phänomene werden als Längenkontraktion und Zeitdilatation bezeichnet. Und Gleichzeitigkeit hängt eben vom Bewegungszustand ab. Wenn ich zwei Ereignisse habe, hier und dort jeweils einen Lichtblitz, kann sein, dass A den gleichzeitig sieht, für B ist Ereignis 1 davor und für C danach. Noch eine kurze Veranschaulichung von der Längenkontraktion. Auto und Tunnel. Aus Sicht des Autos rast der Tunnel auf das Auto zu und er ist kürzer. Aus Sicht des Tunnels kommt das Auto daher gerast, das Auto wird kürzer. In der Praxis sieht man das zum Beispiel bei Teilchen, die durch die kosmische Höhenstrahlung ganz weit oben in der Atmosphäre entstehen. Die zerfallen bald, die haben keine besonders lange Lebensdauer und bis die mit ihrer Geschwindigkeit zur Erdoberfläche kommen, sind die einfach weg, zerfallen. Aber für uns aus Sicht der Erde, wenn wir hochschauen, dann sehen wir, die Armbanduhr von dem Teilchen, die tickt ja viel langsamer. Und dadurch vergeht gar nicht so viel Zeit, bis es hier ist und es überlebt. Aus Sicht des Teilchens kommt die Erde mit Affenzahn zugerast und die Strecke wird kürzer. Das Teilchen erreicht die Erdoberfläche und in einer Nebelkammer kann man sowas auch sichtbar machen. War schon mal jemand in Hamburg am DESY, am Deutschen Elektronensynchrotron? Da in der Eingangshalle, zumindest früher, stand so eine Nebelkammer. Da sieht man sowas. Was man gern zeichnet, sind sogenannte Minkowski-Diagramme. Hier die Zeit, hier die X-Richtung, in der sich was bewegt. Y und Z interessieren uns jetzt nicht. Und hier mit der Geschwindigkeit bewegt sich das Licht. Da nichts schneller als Licht sein kann, heißt es, wenn der Abstand so groß ist, aber noch so wenig Zeit vergangen ist, dass das Licht nicht hinkommt. Diese zwei Ereignisse können sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das ist ein sogenannter raumartiger Zeitabstand. Hier vergeht Zeit und der Abstand ist so klein, dass das Licht, das in der gleichen Zeit noch mehr Strecke zurücklegt, zu Ereignis 2 hinkommen kann und da kann es eine gegenseitige Beeinflussung geben. Wir haben also sogenannte Raum- und zeitabhängige artige Abstände. Bei einem raumartigen Abstand hier ist es zu weit weg, als dass in irgendeiner Weise eine Beeinflussung möglich sein kann. Hergekommen sind wir aufgrund des zweifelhaften Worts gleichzeitig. Bei unserem Verschränkungsexperiment, wo die Photonen nach links und nach rechts fliegen. Wie kann man dann eine Links-Rechts-Beeinflussung, dass die sich gegenseitig praktisch absprechen, ausschließen? Naja, man bringt die zwei Messstellen, die zwei Filter ganz weit auseinander und es können Kilometer weit sein. Viele Kilometer, und zwar so weit, dass ein raumartiger Abstand entsteht. Und dann ist wichtig, dass man erst direkt bevor die Photonen auf den Detektor treffen, in zufälliger Weise den verdreht. Und dann kann es keine Abstimmung zwischen den beiden Photonen mehr geben. Dann ist wirklich eine Beeinflussung durch durch das, was wir kennen, ausgeschlossen. Aber die Ergebnisse sind trotzdem immer korreliert. Wenn das eine durchgeht, geht das andere durch. Wenn ich verdrehe und das eine geht durch, nimmt das andere die Wahrscheinlichkeitsverteilung an. Jetzt sitzen wir da und wissen nicht, ist die Relativitätstheorie falsch? Die ist
super genau. Also alle Messungen bringen genau das Ergebnis, was die Theorie voraussagt. Das ist eines der großen Probleme bei der Verschränkung. Und das andere, also wir haben jetzt hier mit dem anderen zusammengefasst, heißt die Sache lokaler Realismus. Lokal hatten wir gerade und lokal heißt in dem Zusammenhang eben, die Ereignisse sind so weit getrennt, dass nicht einmal das Licht von einem zum anderen kommen kann, können sich also nicht beeinflussen. Realismus heißt, Eigenschaften von Teilchen und so weiter, alles was man messen kann, existiert unabhängig von der Messung. Aber wir haben gesehen, ob Braten oder Apfelstrudel, das wird erst konkret, wenn sich einer entscheiden muss. Mindestens eines davon muss aufgegeben werden. Klar, wenn was ewig weit auseinander ist, dass das Licht nicht hinkommt, ist eigentlich einsichtig, kann sich nicht beeinflussen. Wenn es keine obere Geschwindigkeit gäbe, keine Grenze für die Geschwindigkeit, würde das ja heißen, alles, was jetzt in einer 100 Milliarden Kilometer entfernten Galaxie passiert, kann sich in der nächsten Zehntelsekunde bei uns auswirken. Das wäre ja auch komisch. Und dass Eigenschaften von Teilchen einfach da sind, ist jetzt auch nichts, was unplausibel klingt. Aber trotzdem, wir sehen, die beiden Seiten beeinflussen sich sofort, auch wenn wir sie noch so weiter auseinanderziehen. Also Überlicht schnell. Was die Relativitätstheorie retten kann, ist, wir können keine Informationen übertragen. Aufgrund der statistischen Natur, dass nicht mit Sicherheit das Teilchen so rum oder so rum geht, können wir nicht wissen, was war der ursprüngliche Zustand. Und auch, also wenn es so in der Mitte drin ist, es entscheidet sich für so oder so und dann ist der Zustand von vorher weg und nur der Zustand, der gemessene, existiert noch. Das heißt, wir haben zwar eine Wirkung aufeinander, aber man kann es nicht signalisieren. Also man kann keine Signalisierung machen, man kann keine Informationen übertragen. Trotzdem, dem Einstein war das extrem suspekt. Er hat es als spukhafte Fernwirkung bezeichnet und das, glaube ich, sein Leben lang nicht akzeptiert. Die Debatten über diese Probleme sind zum Teil auch wirklich emotional geführt worden. Aber die Quantenmechanik sagt uns, und so ist es, verschränkte Objekte müssen als eine Einheit betrachtet werden. Man kann nicht sagen, ich habe das eine Teilchen, das hat seine Eigenschaften, das andere Teilchen hat seine Eigenschaften, sondern die kann man immer nur im Verbund anschauen und analysieren, auch wenn sie in verschiedenen Galaxien sind. Wirklich ewig weit auseinander und das ist das Erstaunliche. Ist jetzt die Entscheidung, ob das Teilchen durchgeht oder reflektiert wird, wirklich zufällig? Oder steht es schon vorher fest bei der Erzeugung des Photonenpaars? Und wir wissen nur nicht alles. Wir kennen nicht alle Größen, die man bestimmen muss. Das sind die sogenannten verborgenen Parameter. Gibt es sowas? Da hilft uns eine Meerschweinchen-Partnerschaftsagentur. Das ist ein Unternehmen, bei dem kann man beauftragen, dass die zwei Meerschweinchen zu zwei Leuten schicken mit gleichen Eigenschaften. Als Eigenschaften haben wir hier Männchen, Weibchen, glattes, strubbeliges Fell, einfarbig bunt. Und das kann man an zwei Leute versenden lassen. Aber die, die den Auftrag geben, erfahren nicht alle drei Eigenschaften, sondern nur zwei. Und jetzt keimt der Verdacht, dass die sich den Versand sparen, weil die werden natürlich artgerecht versandt in einem wundervollen Käfig mit Futter. Und könnte auch sein, dass die einfach nur dort, wo die was ausliefern sollen, ins Gehege reingreifen und sich irgendein Meerschweinchen nehmen, wird schon passen. Die haben sich nicht
abgesprochen. Also es gibt da bei den Leuten, die den Verdacht haben, ein paar Kommunikationsspezialisten, die haben gecheckt, nein, die telefonieren nicht miteinander. Die telefonieren nicht miteinander heißt raumartiger Abstand, wenn man es auf die Physik überträgt. Aber die Bella Lotta, eine der Auftraggeberinnen, die hat eine super Idee. Sie sammelt Daten von vielen solchen Vorgängen. Es gibt drei Eigenschaften mit je zwei Werten. Und naja, die Anzahl der strubbeligen Weibchen ist die Anzahl der strubbeligen Weibchen, die einfarbig sind, plus die Anzahl der strubbeligen Weibchen, die bunt sind. Wir wissen aber hier nur zwei Eigenschaften. Da fehlt immer eine. Aber wenn wir da eine Eigenschaft wegtun, dann ist die nicht spezifiziert, dann fällt eine Einschränkung weg, dann wird es mehr. Wenn es mehr wird, heißt, diese Anzahl ist kleiner als dieses da. Diese Ungleichung muss gelten, wenn die Eigenschaften der Schweinchen schon beim Versand feststehen und nicht am Zielort zufällig ausgesucht werden. Und diese Gleichung, die ist ganz, ganz, ganz berühmt. Und in Wirklichkeit stammt jetzt nicht von der Bella Lotta, sondern von John Stuart Bell, der sie so um 1960 sich ausgedacht hat, war ein irischer Physiker, leider schon gestorben. Das ist die Bellsche Ungleichung. Damit kann man prüfen, ist es wirklich Zufall oder stecken schon von vornherein die Eigenschaften drin. Man kann es wirklich dem Experiment zugänglich machen. Wie wenden wir die Idee an auf unser Verschränkungsexperiment? Wir haben drei Eigenschaften, nämlich wir suchen uns für die Polarisationsfilter senkrecht 30 Grad, 60 Grad gedreht aus und die Filtereinstellungen werden rechts und links unabhängig voneinander zufällig gewählt. Und zwar so weit auseinander, dass wirklich keine Kommunikation möglich ist. Es sind jeweils zwei Werte, glatt strubbelig, einfarbig bunt, hier Transmission oder Reflexion möglich. Und es stellt sich raus, diese Bell-Ungleichung wird verletzt. Es gibt keine verborgenen Parameter, die von vornherein sagen, was da los ist. Es ist Zufall. Allgemein, wie können Korrelationen entstehen? Durch reinen Zufall? Naja, da macht man halt viele Messungen. Die Leute haben sich alle möglichen, also verschiedene Modifikationen von solchen Verschränkungsexperimenten ausgedacht. Immer wieder kommt das Gleiche raus. Es kann eine gegenseitige Beeinflussung geben, die haben wir durch die raumartigen Abstände zwischen den Messungen ausgeschlossen. Und es kann eine gemeinsame Ursache geben, einen sogenannten Common Cause in der Statistik. Da haben wir das Experiment zu den Bellschen Ungleichungen gemacht. Das heißt, durch die Quantenmechanik kommt eine neue Art der Korrelation hinzu, die es bisher nicht gab ohne Quantenmechanik. Und Erwin Schrödinger hat auch diese Verschränkung nicht als ein Phänomen der Quantenmechanik bezeichnet, sondern als das zentrale Kennzeichen. Ja, ist das jetzt ein Verstoß gegen die Relativitätstheorie? Wie schon gesagt, es wird eine Wirkung übertragen oder ist da, aber wir können keine Informationen übertragen, aber auch das ist ein bisschen, ja, so halbwegs kann man sich aber damit anfreunden. Also das ist jetzt die saloppe Formulierung. Ich habe immer von Messungen gesprochen, eigentlich kann man gar nichts messen. Man kann nur eine Frage ans System stellen. Bist du so oder so polarisiert? Eine zweite Frage kann man gar nicht mehr stellen, weil wenn das Photon, das so schräg ist, sich entschließt durchzugehen, dann ist es so und dann weiß ich nicht mehr, dass es vorher so war. Also da der Messprozess in der Quantenmechanik ist ein ganz, ja, immer noch
Gegenstand der Diskussion. Jetzt nur kurzer Seitenblick auf Quantencomputer. Wir machen verschränkte Objekte, Photonen gibt es auch, mehr Elektronen, Ionen, Fehlstellen in Kristallen, was auch immer, was man gut verschränken kann. Und Verschränken funktioniert eigentlich noch relativ leicht. Das Problem ist zu verhindern, dass sich diese Objekte, die Elektronen, nicht sofort auch mit dem ganzen Rest des Universums verschränken. Und das, was wir sehen wollen, unser Verschränkungseffekt, einfach im Gewurstel untergeht. Und wir erinnern uns, bei den Funktionen vom harmonischen Oszillator, da ist die Funktion immer ein bisschen über das Potenzial rausgeschwappt. Das, mit ganz geringen Mengen ist das auch im Unendlichen noch da. Das heißt, wir haben immer einen Einfluss von außen. Wir können so ein System nicht vollständig abschirmen. Das andere, eine Operation, die wir auf den Qubits machen, ist eine Zustandsänderung. Wir haben gesehen, es ist eine Drehung im Zustandsraum. Drehungen können umgekehrt werden, müssen umkehrbar sein. Das heißt, wir müssen unsere EDV bei Quantencomputern mit umkehrbaren Operationen realisieren. Sowas wie A und B, also das logische Und, das zwei Eingänge hat und einen Wert liefert, da komme ich nicht mehr zurück. Das muss ich anders machen. Was ich gerade gesagt habe, ich kann den Einfluss nicht ganz ausschließen. Das ist das Dekohärent, das wird als Dekohärenz bezeichnet. Der sauber verschränkte Zustand, der wird immer mehr verwässert. Wie gesagt, die Wellenfunktion hat Anteile außerhalb des Potentialtopfs. Und wenn wir jetzt noch Quantenfeldtheorie machen würden, würden wir sehen, dass, wenn man ganz genau hinschaut, dann entstehen kurzzeitig einmal Teilchen-Antiteilchen-Paare, die sondern wieder Photonen ab. Das ist das, was man als Vakuumpolarisation bezeichnet. Auch wenn nichts da ist, im Vakuum sind Störfelder vorhanden. Also wir kriegen das nicht weg und nach einer bestimmten Zeit ist einfach die Verschränkung verbessert. Und wenn wir jetzt diese Zeit teilen, durch die Rechenzeit, die wir pro Schritt brauchen, dann kriegen wir die Anzahl der möglichen Rechenoperationen. Wir können so einen Quantencomputer nicht einfach 10 Monate lang laufen lassen. Einfach wegen der Dekohärenz. Wir können einen Systemzustand, von dem wir nichts wissen, nicht klonen, so wie wir ein Bit, klassisches Bit kopieren können. Das hat aber auch Vorteile für die Kryptographie. Abhören zerstört die Botschaft und auch die Bell-Ungleichung, dass es wirklich Zufall ist, ist gut. So, so ganz wasserdicht sind die Experimente nicht. Da wird viel probiert und gemacht. Eine Sache noch, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Vielleicht ist ja überhaupt nichts Zufall. Vielleicht ist alles von vornherein vorbestimmt. Dann wird auch unser freier Wille flachfallen. Das kann man jetzt nicht ausschließen, aber wenn alles vorbestimmt ist, dann gab es früher mal irgendein Ereignis, das die linke und die rechte Seite beeinflusst hat. Das war eben vorher. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, da, wie wabert es in der kosmischen Hintergrundstrahlung, dann muss das, und danach meine zufällige Polarisatoreinstellung entscheide, dann muss dieses Ereignis schon ziemlich weit in der Vergangenheit zurückliegen. Also mit den Experimenten kann man sagen, so bis 8 Milliarden Jahre war da bestimmt nichts. Noch kurz Literatur, bevor es zur Sensation kommt. Was ich recht gut finde, ist von Giese Nicolas, das Quantum Chance Buch. Wer tiefer einsteigen will, Quantum Non-Locality and Relativity von Tim Maudlin. Dort wird auch diskutiert, wenn es wirklich überlichtschnelle Teilchen, sogenannte Tachyonen gibt, dann was hätte das für Folgen? Aber auch da ist keine Signalisierung möglich. Oder Anton Zeilinger, Einsteins Spuk, der hat vorletztes Jahr für Arbeiten auf dem Gebiet den Nobelpreis bekommen. Der hat in Wien das Institut für Quantenoptik. Okay, zum Schluss. Die Sensation, was gerade jetzt aktuell rausgekommen ist. Es gibt eine neue universelle Konstante. Bisher
haben wir gesagt, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Systemen gleich. Ganz aktuell, es gibt auch eine universale Länge. Und zwar, wenn der Osterhase vorbeisaust, dann ist der Hase, so wie der Tunnel, aufgrund der Längenkontraktion zwar kürzer, aber die langen Hasenohren, die sind in jedem, egal wie bewegten System, immer gleich lang. Und es gibt so gut wie sicher den nächsten Physiknobelpreis. Vielen Dank.